Und jetzt gibt es eine neue Folge von Markus, der Mixer. Da kannst du vielleicht den Schriftzug von der Wichser einblenden. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ist brutal. Ohne Scheiß jetzt, ja? Markus Röhl. Servus Sportfreunde, jetzt gibt es wieder Neues vom Mixer. Nachdem mein Protein-Muffin ja so gut ankam bei den meisten, habe ich mir gedacht, wir machen heute mal was ganz, ganz Leckeres, und zwar ein Fleisch-Smoothie. Ich und mein Team haben lange überlegt und wir sind dann zu einer Kredenz-Zutat gekommen, die wirklich gut schmeckt und wirklich funktioniert, und vor allem geht die ruckzuck. Man nehme Ingwer, sieht wieder aus wie so jemand, ne? Aber reiner Zufall, Ingwer. Man nehme Kokosmilch, leckeres und sehr günstiges Hähnchenbrustfilet, schon vorgegart, ungewürzt, sind 400 Gramm übrigens, 400 Gramm, wir machen die Hälfte heute, und ganz normale Karotten als TK-Gemüse. Das sind alles sehr, sehr preiswerte Zutaten und die werden wir jetzt ganz, ganz lecker im Mixer zubereiten. So, bei jedem leckeren Essen müssen wir natürlich abwiegen, wie die Zutaten sich zusammensetzen. Deswegen machen wir als erstes nochmal die Hähnchenbrust und davon nehmen wir 200 Gramm. Das 400 Gramm sind, gehe ich davon aus. Na, siehst du, kommen wir gut hin. 197 Gramm lassen wir so durchgehen. Jetzt stellen wir die Waage wieder auf Null. Als zweite Zutat gibt es jetzt die Karotten als TK, davon nehmen wir auch 200 Gramm. Als nächste Zutat kommt dann die Kokosmilch rein, da machen wir auch 200 Gramm rein, aber vorher, wie so ist im Leben, erst schütteln, erst dann kommt die gute Milch. Also 200 Gramm sind 200 Milliliter für die Studierten unter uns. Bisschen mehr, aber viel hilft viel. 420 Gramm, 220 viel mehr waren das jetzt. Und als letzte Zutat machen wir noch die leckere Ingwerwurzel rein. Da nehmen wir ungefähr so 30 Gramm. Meistens mal auf Null. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt gut abbrechen kann. Ungefähr so ein Stück. Muss rein. 20 Gramm. Das da. Alter. Passt. Gut abgebissen. 30 Gramm Ingwer. Und dann nehmen wir nochmal ca. 150 Milliliter Wasser und geben das als Zutat mit rein. Das waren die Zutaten und das kriegen wir jetzt alles in den Mixer. Alles in den Mixer. So, nachdem wir die ganzen Zutaten in den Mixer gebracht haben, fangen wir an, das Ganze zu mixen. Das ist der Dreck bis hierher gespritzt. Du bist so, das ist so ekelhaft. Das bringt dich jetzt wieder voll aus dem Konzept. Ich fange schon an zu schwitzen. Ja? Scheiße. Okay. So. Muss man natürlich ein bisschen Geduld haben. Das kann ruhig 30, 45 Sekunden dauern. Immer mal schütteln, bis das ein schöner Brei wird. Aber es wird. Das seht ihr jetzt gleich. Okay. Wenn es dann schön zum Brei gemixt ist, kann man das schön in ein Gefäß wieder reinlegen. Nehmen wir einfach das, was wir vorhin hatten, zum Abwiegen. Da kommt der Brei jetzt rein. Ihr seht schon, da ist kein Stück mehr drin. Alles sehr, sehr breiig. Jetzt kommt es in den Mikro. Also nicht so daran stören, dass hier nicht so sauber ist. Das ist mein Studio Mikrowelle. 600 Watt. Machen wir mal 2 bis 2,5 Minuten.
Jetzt warten wir, bis es schön erhitzt ist und dann ist er auch schon fertig zum Essen. Das ist jetzt nicht unbedingt das typische Bodybuilder-Essen mit Reis und Hühnchen, wo die meisten wieder veralbert werden. Man kann das jetzt schön in die Uni mitnehmen oder auch auf der Arbeitsplatz. Das sieht eher aus wie so ein Gemüsebrei, was die Mama daheim gemacht hat. Wir haben gute Nährwerte, wir haben eher so eine Low-Carb-Geschichte, das heißt ungefähr 40 Gramm Eiweiß, 20 Gramm gutes Fett durch die Kokosmilch. Also eine hervorragende Low-Carb-Geschichte, gerade für die Leute, die jetzt Diät machen. Das geht schnell, es geht fix, du brauchst nicht viel Geschirr. Und ihr werdet gleich sehen, das sieht relativ lecker aus oder sieht lecker aus und schmeckt noch besser, wie es aussieht. So, von der Konsistenz sieht das aus wie Brei oder eher wie eine Suppe. Ja, ihr seht schon, ne? Ist wie eine leckere Tomatensuppe, wenn ihr ins Restaurant geht. Und so sieht es auch aus. Ja? Also, ich probiere es jetzt einfach mal. Ist brutal, ohne Scheiß jetzt. Ja? Ich habe jetzt Sascha zur Verstärkung mitgebracht. Das probiert natürlich auch mal, Sascha, bevor ich das jetzt weggefressen habe. Koste mal und sag mal, wie es schmeckt. Schmeckt wie eine gute Suppe. Wirklich. Ja. So, das langt jetzt. Ich will ja dick werden mit der Sascha, da ist es schon. Also, guck mal, wie lange wir das essen können. Markus Röhl.